Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein exorbitant großes Tauschpaket für dich. Also von der Größe des Kartons auf jeden Fall her. Also gerade ein Thumbnail zu machen war ein Spaß. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was die liebe Cindy mir geschickt hat, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die liebe Cindy vom Kanal Cinderella bloggt neu. Ich verlinke dir den Kanal hier oben im i und in der Infobox und am Ende des Videos. Hat ein Tauschpaket mit mir gemacht. Sie ist einfach eine wundervolle Frau. Ich gucke sie unheimlich gerne und sie macht coolen Content. Sie macht Beauty-Content, aber sie macht auch Food-Content. Und deswegen, keine Ahnung, hat man zueinander gefunden? Wie sagt man das? Es ist immer so merkwürdig, wenn YouTuber beschreiben, wie sie sich kennenlernen. Man guckt halt die Videos von der anderen und kommentiert die Videos. In den Kommentaren lernt man sich kennen. Dann lernt man sich über Instagram noch etwas mehr kennen, weil man da halt auch etwas längere Nachrichten verfassen kann und Sprachnachrichten schicken kann. Mensch, Cindy, wie beschreibst du das denn? Ich bin sehr gespannt, wie du unser Kennenlernen beschreiben wirst, wenn ich dein Video gucken werde. Okay, auf jeden Fall ist eine Sache sehr in unser Auge gestochen. Und zwar nicht nur, dass wir halt beide Beauty-Content machen und dementsprechend auch da eine entsprechende Leidenschaft haben, sondern dass unsere Lieblingsfarbe Türkis ist. Jedenfalls so die Abstufung von Türkis. Und ja, das ist halt so der Grundgedanke dieses Tauschpaketes, was wir gemacht haben. Zusätzlich haben wir uns noch 10 Kategorien aufgegeben, die wir gegenseitig erfüllen durften. Und da habe ich mich auch entsprechend, wie oft sage ich dieses Wort, da habe ich mich auch ausgetobt. Schaut gerne bei ihr vorbei, wenn ihr sehen wollt, was ich ihr geschickt habe. Und das Video verlinke ich euch auf jeden Fall am Ende dieses Videos auch nochmal. Und ich würde sagen, ich schnacke hier schon eine ganze Weile. Ich bin super gespannt, was sie mir geschickt hat. Ich sehe hier wundervolle, tolle Farben. Nicht nur vom Geschenkpapier. Und ich will jetzt erstmal anfangen. So, das Erste, was ich hier greife, ist eine Karte, wo Stopp drauf steht. Ja, das muss ich sofort in die Hand nehmen. Wobei das glaube ich nicht, oder? Bitte erst die Karte lesen und dann diesen Umschlag öffnen. Die Karte. Ist das die Karte? Follow Your Dreams. Das ist dann die Karte. Kategorie 9, selbstgemacht. Genau, weil eine Kategorie war auch selbstgemachte Produkte. Und da hat sie selber ein Einhorn gemalt. Oh, schön. Ich bin nicht gut im Zeichnen, Leute, ne? Das muss ich ja wirklich sagen. Das ist eine extrem schöne, farbenfrohe Karte. Das gefällt mir. Mit Sternchen. Oh. Liebe Claudi, danke, dass du mir ein Tauschpaket packen wolltest. Beziehungsweise du ja zu meinem Wunsch gesagt hast. Gerne. Ich gebe zu, nicht alles ist türkis. Manches ist blau oder Aquafarben. Das geht mir genauso. Also die Farbe Türkis in allem zu finden, ist gar nicht so leicht. Und dann vor allem auch noch alles irgendwie in den Kategorien war unheimlich schwer. Also ich habe mich auch mehr so in diesem Türkis, Mint, Hellblau, so habe ich mich auch bei den Farben aufgehalten, ne? Weil das Produkt muss ja auch vor allem passen. Bei manchen Dingen ist das Blau auch nicht so dominant, aber ich wollte gern, dass die Dinge auch sinnvoll und praktisch sind. Ganz genau, auch das war mein Hintergedanke. Ich hoffe sehr, dass der Inhalt gefällt. Dass dir der Inhalt gefällt. Ja, ich gehe da ganz stark von aus. Bitte öffne erst den Briefumschlag. Okay, mache ich. Liebe Grüße, Cindy. Okay, dann öffne ich erst den Briefumschlag. Das ist ein geführtes Tauschpaket, Leute. Das Einhorn kommt erstmal in den Hintergrund, glaube ich. Sieht man das oder verdecke ich das? Das ist immer so schwierig, ne? Okay, Umschlag öffnen. Und da haben wir hinten ein Klebi drauf mit einem Lama. Lovely day. Ach, wie süß, oder? Okay, ich habe den Umschlag geöffnet und was ich herausnehme, sind Zettelchen. Genau, da muss ich wohl zu jedem Zettel mich nach und nach durchhangeln. Das ist gut, das ist gut. Das ist vor allem gut überlegt, das finde ich echt geil. Dann fangen wir doch mal an mit der Nummer 1 und da steht Pflege drauf. Das war unsere erste Kategorie. Ich habe das teilweise auch echt gemixt bei ihr, weil teilweise hat es einfach gepasst, ne? Wir fangen an mit Kategorie 1 und ich hoffe, du begeisterst und rufst, das ist meins. dieses Pflegeprodukt macht dich sauber und der kleine Kerl ist süßer als jeder Zauber. Hast du das alles in Reimform geschrieben? Boah, Cindy, wie geil du bist. Okay, jetzt suche ich erstmal die Nummer 1. Haben wir hier. Das
Geschenkpapier ist übrigens ziemlich scharf, bevor ich das jetzt hier so ganz wild aufreiße, ne? Tut mir leid. Geile Farben gewählt. Ich habe nicht so viel Geschenkpapier verwendet. Ich habe viel Geschenkverpackungen genommen, die ich einfach schon da hatte. Da ich manchmal doch etwas einpackfaul bin. Nein. Nein. Leute, schaut auf jeden Fall bitte in ihrem Video vorbei. Bitte. Geil. Sie hat mir von Bübchen Shampoo und Duschgel 2-in-1 Sensitiv hier mit reingelegt. Ist das nicht der Wahnsinn, Leute? Ja, ihr könnt das nur wissen. Ihr müsst auch das Video schauen mit den Sachen, was ich ihr geschickt habe. Ihr werdet euch wegschmeißen. Es ist nicht das gleiche Produkt, aber doch sehr ähnlich. Sanfte Lieblinge, kein Ziepen, keine Tränen. Ja, scharf, ne? Richtig geil. Und ich muss ehrlich sagen, solche Produkte kann man auch als großes Mädchen noch benutzen. Ne? Da muss man kein Kind für sein. Die Pinguine finde ich so geil. Nummer 1 für Kids in Deutschland. Ja, ich bin immer noch das Kind meiner Eltern, von daher passt das. Sanfte Reinigung und milde Pflege für Haut und Haar. Ich muss dran riechen. Sensitiv passt. Ich habe so empfindliche Kopfhaut. Ich bekomme teilweise Pickel auf meiner Kopfhaut aufgrund von Pflege, die nicht funktioniert. Okay. Wow. Man sollte draus gelernt haben eigentlich, ne? Und dann drückt sie nochmal drauf. Und ich werde ein weiteres Mal drauf drücken, weil ich will es ja riechen. Boah, das riecht voll sanft. Voll angenehm. Richtig, richtig geil. Und da sind einfach Pinguine drauf. Ich muss es nochmal zeigen. Ist das nicht niedlich? Dankeschön. Cool. Richtig cool. Das war die Nummer 1. Weiter geht's mit der Nummer 2, Kosmetik, Leute. Von schöner Kosmetik bekommen wir nie genug. Das tut unserer Beauty-Seele gut. Dieses Produkt ist flüssiges Glück. Ich hoffe, es wird dein Lieblingsstück. Da bin ich auch mal gespannt. Wo haben wir denn die Nummer 2? Da haben wir die Nummer 2, ein süßes Bonbon eingepackt. Sogar hier dieses Papier ist... Oh. Krübbelpapier, Kräuselpapier, Kräuselband, ne? Hat Mama immer gesagt. Okay, da ist irgendwie eine Tube oder sowas drin. Was könnte das sein? Das ist ein Nagellack. Das ist ein Nagellack von Essie. Oder? Ja. Das ist safe ein Nagellack von Essie. Oh ja, oh, natürlich. Natürlich. Es ist die Farbe Naughty Nautical. Ist das geil oder ist das geil? Das ist so ein schönes Türkis. Mit silbernen Schimmerpigmenten drin. Und das wird die nächste Nagellackfarbe auf meinen Nägeln sein. Vielen, vielen Dank. Mega geil. Ich liebe Essie-Nagellacke. Frag mich nicht, warum. Ich bin da total verrückt nach. Ich habe da einige von. Und das gefällt mir richtig gut. Dankeschön. Das ist echt schön. Habe ich dir Nagellack? Ich habe dir gar keinen Nagellack reingelegt, ne? Shame on me. Hätte ich machen können. Der ist so schön. Perfekt. Okay, 3. Das macht richtig Spaß hier. Die Kategorie Nummer 3 ist Schmuck. Deine Ohren leuchten nun in einem strahlenden Türkis. Ohne Schmuck wäre das Leben doch wirklich mies. Da hast du recht. Und da bin ich gespannt. Die Nummer 3. Schmuck. Das ist ein kleines Kästchen. Beim Thema Schmuck habe ich mich wirklich schwer getan. Habe dann aber etwas ganz Besonderes für dich gemacht. Es kommt von Herzen. Und darüber habe ich sogar ein eigenes Video gedreht, was wahrscheinlich vor diesem Video online kommt. Falls das Video dazu schon online ist, verlinke ich dir das hier oben im i. Ansonsten kommt es noch. Ice Jewelry, kann das sein? Ich kann das nicht ganz lesen. Oder S. Oh, das sind bestimmt... Ja, Ohrringe, ne? Sind das? Oh, sind die schön! Die sind richtig, 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 richtig schön. Ich liebe Perlen. Ich stehe voll auf Perlen. Und dann noch so Türkise. Leute, die kommen jetzt direkt rein. Boah, Cindy, danke. Das ist so, so toll. Moment. So. Komm mal näher und guck dir das mal von nahem an, wie schön die sind. Oder? Ich liebe diese Farbe. Und jetzt seht ihr, warum. Boah, ist das geil. Dankeschön. Wow, okay, ja. 4 Textilien. Textilien ist immer eine ganz, ganz schwierige Kiste. Ich habe erst überlegt, ihr was zum Anziehen oder so zu schicken, aber das fand ich extrem schwer, weil da den Geschmack von der anderen zu treffen und das dann in Türkis, schwierig. Deswegen habe ich mir da auch etwas ganz anderes überlegt, was das Paket, was ich ihr geschickt habe, doch etwas
groß gemacht hat. Okay, Corona lässt uns nun oft zu Hause sein. Nenne nun den Chill-Modus dein. Ist er. Safe. Die Kategorie Textilien lädt dich ein, gut mit dir zu sein. Okay. Es ist kuschelig und hält dich warm mit seinem türkisen Charme. Okay, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, weil kuschelig, jetzt ist es warm, ne? Und das ist einfach riesig, was hier bei Textil drin ist, Leute. Socken sind das nicht. Ist das ein Schal? Es ist auf jeden Fall warm. Oder ist es eine Decke? Das ist Bedsure. More than Comfort. Mehr als Komfort. Okay, türkis ist das schon mal. Oh, es ist flauschig. Oh, geil. Ja, das ist eine Flauschidecke. Oh Mann, und die kannst du super auch im Sommer. Ja, sieht man? Man sieht die Decke, klar sieht man die Decke, die ist riesig. Die ist riesig. Mega geil. Die kann man auch schön im Sommer, wenn man draußen sitzt und dann wird es so ein bisschen frisch draußen, noch eben so über die Beine legen, wenn man so ein Röckchen anhat oder so. Ich habe das so, so häufig, dass wenn wir auch Besuch haben draußen, ne, dann kommen die Leute an und haben dann, also die Frauen vor allem, ne, Männer eher weniger, aber die Frauen haben dann vor allem noch ein Röckchen an und so Sandalen oder so. Und wenn dann die Sonne weg ist, dann wird es ganz schön frisch. Wir haben zwar so einen Terrassenofen, den ich meinem Freund mal geschenkt habe. Verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Man muss ja auch mal ein bisschen, ne? Genau, Geschenkideen hier geben. Auf jeden Fall, den kann man anmachen. Der ist auch schön warm. Aber trotzdem weht er manchmal so um die Füße ein leises Lüftchen. Und dann ist es so geil, wenn man sich einfach so eine Decke überwerfen kann. Das ist halt auch so eine geile Wohnzimmerdecke. Boah, die ist schön. Die ist voll weich. Danke. Geil. Hm. Lege ich erstmal zur Seite. Nummer 5 ist das Thema Lifestyle. Ich weiß, du machst nicht gern Sport. Ist bei mir kein Geheimnis mehr, ne? Aber Sport ist kein Mord. Ja, doch. Also für mich definitiv. Also so wie ich mich fühle, nachdem ich Sport gemacht habe. Bewege dich, entlaste deinen Rücken. Dieses hübsche Lifestyle-Produkt wird dich dabei entzücken. Ich hoffe. Ich hoffe. Nummer 5 ist das jetzt. Okay. Nummer 5. Ach, du ahnst es nicht. Ist das riesig. Ist das so eine... Wenn das so eine Black Roll ist, so eine Rückenrolle, ne? Dann feiere ich das. Mein Freund hat so eine Rückenrolle auch für sich. Das wäre dann meine. Aber wir gucken mal rein. Also vom Gewicht her kommt es dem schon nahe. Und wenn es für den Rücken ist... Nee. Hä? Nein. Du bist so geil. Es ist ein Hüpfball. Das ist kein Hüpfball, es ist ein Sitzball. Richtig cool. Mega geil. Wir müssen auch noch irgendwo einen Kompressor oder eine Ballpumpe dafür haben. Mega cool. My Ball and My Ball Soft. Natürlich, du kannst damit Sport machen, aber du kannst dich auch ganz normal damit hinsetzen, ne? Also das ist halt auch so ein typisches Ding, was gerne auch mal die Leute so haben im Büro zum Beispiel, weil das ist wirklich rückenschonend, weil du dann immer gerader sitzt und dann auch deine Rückenmuskulatur ein bisschen besser pflegst. Cindy, da hast du gut überlegt, denn ich bin ein Büromensch, wobei ich den jetzt nicht unbedingt bei mir mit ins Büro nehmen würde, glaube ich. Nee, ich glaube, den habe ich dann eher hier bei mir am Schreibtisch. Denn an meinem Schreibtisch habe ich so ein Ding, was ich auf meinen Sitz drauflegen kann. Das ist auch so ein Luftkissen und das hat auch so Noppen nach oben hin. Da kann man dann quasi auch so ein bisschen Rückentraining machen. Und im Sommer, wenn ich auf hohen Schuhen laufe, ist das für mich immer so eine kleine Fußmassage. Auch das kann ich mal in der Infobox verlinken. Geiles Teil. Naja, auf jeden Fall sehe ich schon, dass es türkis ist. Du bist so geil. Ich wollte sowas immer mal wieder mir holen. Ich hatte das damals in meinem Kinderzimmer. Geile Farbe, richtig geile Farbe. Und ja, ich weiß gar nicht, was mit dem... Ich glaube, der ist kaputt gegangen. Das war so ein transparenter Ball. Ja, ist unfassbar. Wobei, der ist jetzt kleiner. Ich glaube, das ist kein klassischer Sitzball, oder? Nee, der ist kleiner. Den kannst du nicht als Schreibtischball nehmen. Dafür ist der zu klein. Siehst du? Aber den werde ich auf jeden Fall aufpusten. Und... ernsthaft damit Sport machen. Hier sind tatsächlich Sportübungen, die ich damit machen kann. Geil. Ich find's richtig witzig. Und der pustet sich jetzt scheinbar irgendwie von alleine auf, oder? Weiß gar nicht. Gehört da gar kein Trommel drauf?
Ich krieg das schon hin. Doch, der Prompel befindet sich hier in der Verpackung noch drin. Genau, also das werde ich aufpusten und dann werde ich ernsthaft mal versuchen, damit Sportübungen zu machen. Ich, Leute. Also, ja gut. Ich habe ja eh schon für mich herausgefunden, dass ich vielleicht mal etwas mehr meinen Rücken bewegen sollte. Denn wenn ich im Garten jetzt bin, merke ich einfach, was nicht mehr richtig bei mir funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Okay, Nummer 6, da sind wir bei lustig und verrückt. Ich glaube, das wäre für mich schon lustig und verrückt gewesen. Verrückt und lustig soll es sein, ich wünschte, es wäre mein. Schau nur, wie frech sie ist und die Suppe anfangs allein für sich isst. Das ist die Nummer 6. Nessie Landel. Das ist eine Suppenkelle. Believe it or not, Nessie will pop out of your favorite soup ready to serve. Hä? Geil. Warte mal. Jetzt weiß ich, was mit Nessie gemeint ist. Moment, ey, jetzt geh doch mal auf hier. Das hier ist keine gewöhnliche Suppenkelle. Nein. Das ist einfach ein Loch Ness. Guck mal, die hat hier so Füßchen. Und das ist eine Suppenkelle. Und hier steht irgendwas mit, die wird hochkommen, wenn die Suppe servierfertig ist. Nessie wird rauskommen, wenn deine Suppe servierfertig ist. Wahrscheinlich, weil die Suppe dann kocht und dann kommt das hoch. Das weiß ich nicht. Aber die finde ich geil. Damit macht das Kochen einfach auch doppelt so viel Spaß. Ne? Wenn du so eine lustige Suppenkelle hast. Ich liebe Kochen. Also wir sind ja da ganz großartig. Das ist einfach eine Nessie. Geil, echt. Okay, ja. Das ist wirklich lustig. Und wie süß, guck mal mit den Äuglein. Die hat Augen. Die bleibt doch von alleine so stehen, ist das nicht geil? Ich feiere das. Wir gucken erstmal die Nummer 7 und das ist Haustier. Ich habe Sammy und sie hat Katzen. Sammy ist immer an deiner Seite und ihr sucht sicherlich oft das Weite. Egal wo ihr seid, Futter und Wasser ist damit nicht weit. Okay. Ein Futterreiseset. Wie cool. Das kannst du für Hund und Katz verwenden. Und das ist dieses hier. Das hat so ein schönes Mintgrün. Das finde ich richtig schön. Ich habe sowas Ähnliches tatsächlich für Sammy. Weil wenn wir so bei meinen Eltern sind oder so, ne, wenn man abends auch da ist, dann nehme ich immer gerne so einen Napf mit. Genau, einen Reisenapf und einen Trinknapf. Das mache ich jetzt mal eben kurz auf. Und natürlich noch einen Futterbehälter. Und das ist hier, glaube ich, auch mit bei. Das ist so cool. Und der hier ist deutlich hochwertiger als das, was wir bislang hatten. Ja, richtig geil. So schaut es aus. Das kannst du halt so transportieren. Und dann kann man das irgendwie aufmachen. Jedenfalls das, was wir haben. Da muss man dann hier wahrscheinlich irgendwo drücken. Genau, den Hebel hier einmal abmachen. Hallo. Lassen Sie los, Herr Hebel. Nicht loslassen. So, den Hebel kann man dann entsprechend separieren und dann hat man hier, oh guck mal, wow, richtig groß vor allem, das ist auch sehr, sehr gut, weil das, was ich für Sammy habe, ist ein bisschen zu klein. Ein Wassernapf und ein Fressnapf, vielen Dank, viel Dank, genau, richtig gut. Die sind echt klasse, vor allem die haben hier unten auch dieses Anti-Rutsch, ne, das ist echt gut. Und das hier ist dann der Futterbehälter und da passt rein 1 Liter. Das ist auch super. Dankeschön. Also wir haben das Trixie-Set und dieses hier, ich weiß nicht, welcher Marke das hier dann ist, ist auf jeden Fall irgendwie cooler. Also mir gefällt es definitiv besser. Reisenapf-Türkis-Hunde. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Von welcher Marke das ist. Steht jetzt so nichts drauf. Ist wahrscheinlich auch No Name, aber ich finde es deutlich besser, weil du hier gut was reinkriegst und die Näpfe vor allem auch größer sind. Das wird auch Sammy besser gefallen, weil der ist ja auch ein bisschen größer. Ne? Das ist ja nicht nur so ein kleiner Hund. Das ist klasse. Vielen, vielen, vielen Dank. Wenn wir sehr gut gebrauchen können. Die Nummer 8 ist Food. Ich habe irgendwie die Nummer 9 verloren. Ich weiß nicht, wo die Nummer 9 ist. Sie nicht. Weiß ich nicht. Okay, die Nummer 8.
Ausnahmsweise mal kein Reim. Mit Türkis schmeckt doch alles besser. Oh ja. Ich habe schon gesehen, was gut ist. Und du hast so recht. Milchknirpse. Das sind doch bestimmt... Hier steht zwar nicht Nummer 9 drauf, aber hey, das ist Food, Leute, ne? Nummer 7. 7, 8. Ah, ich bin vollkommen durcheinander. Nummer 8 steht hier nicht drauf. Oder? Weiß ich nicht. Aber es ist Food. Safe ist das Food. Dankeschön. Lecker. Seid ihr auch so Werbeopfer? Bon für bon. So macht das Sinn. In jedem eine Portion Milch mit drin oder sowas. Ja. Werbeopfer. Definitiv. Ich habe hier Nummer 10. Das ist Haushalt. Hol dir den Frühling ins Haus. Dieses Lieblingsstück für deinen Haushalt ist ein Augenschmaus. Blumenduft liegt in der Luft. Okay. Das heißt, in diesen Kübel darf ich dann Blumen pflanzen. Ich habe eine Aloe Vera Pflanze, die verzweifelt nach einem perfekten Behältnis sucht und jetzt schon sehr, sehr traurig darüber ist. Garantiert kann ich die gut da reinmachen. Doch, doch, das gefällt mir. Das ist auch ein schönes Türkis, das gefällt mir unheimlich gut von der Farbe her, oder? Mega schön. Ist halt ein Blumenpott oder ein Eimer, wie man möchte. Dankeschön. Mein Problem ist, ich habe hier noch eins, zwei Dinger und kein Zettelchen dafür. Also das hier ist eine Serviette außenrum zu und ein türkises Band natürlich. Und das ist definitiv auch noch Haushalt, Leute. Ne? Das ist nämlich ein schöner türkiser Kerzen-Teelichtständer. Mega schön, mir gefällt das Design und da ist ein Teelicht drin. Damit mir ein Licht aufgeht. Okay, und hier haben wir ein Produkt mit einem pinken Zettelchen drin. 8 Food Lebensmittelfarbe. Hä? Okay, du bist witzig. Smaragdgrün. Ja gut, damit kann ich mir alles, was ich in Smaragdgrün oder in Türkis haben will, entsprechend einfärben. Du bist so kreativ, danke. Geil. Es ist ein cooles Tauschpaket, denn ich kann alles wirklich gut gebrauchen. Teilweise hatten wir echt die gleichen Ideen, was ich ultra finde. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, Mensch. Das war jetzt kein so extrem beauty-lastiges Tauschpaket, was ich aber nicht schlimm finde, weil Beauty habe ich tatsächlich sehr, sehr viel. Und das hattest du mir auch geschrieben, dass du da einfach lieber mehr so ein paar andere Einflüsse mit reinfließen lassen möchtest, weil halt großes Backup und so weiter. Und das finde ich echt geil von dir, weil so habe ich wirklich sehr, 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 sehr coole und sinnvolle Neuheiten hier. Das mit dem Hüpfball muss ich echt nochmal überdenken, um ehrlich zu sein. Da habe ich ein bisschen Angst vor, denn ich bin so ein Bewegungslegastheniker. Ansonsten, ja, ultra coole Auswahl getroffen. Wirklich geil, auch von den Farben her. Ich feiere das hart und ich freue mich wirklich drauf, demnächst mit Sammy irgendwo zu sein, dass er den neuen Napf ausprobieren kann. Ich freue mich drauf, das neue Shampoo-Duschgel auszuprobieren. Ich freue mich, mich in die Decke rein zu kuscheln und alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, in Smaragdgrün einzufärben. Ich weiß nicht, smaragdgrüne Nudeln? Es könnte lecker werden, oder? Ihr Lieben, schaut auf jeden Fall bei der lieben Cindy vorbei. Ich bin super gespannt, was sie auch zu den Produkten sagt, die ich ihr geschickt habe. Und deswegen würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Und jetzt gehe ich gleich rüber zu der Cindy und wer will, kann gerne mitkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Und damit wir jetzt alle gemeinsam zu Cindy gehen, verlinke ich euch hier oben ihren Kanal. Da können wir nämlich draufklicken und sie abonnieren. Hier unten befindet sich dann das Video, da wo sie quasi das Tauschpaket vorstellt, was ich ihr geschickt habe. Hier findest du einfach meinen neuesten Upload, wenn du da mal vorbeischauen möchtest und vorher vielleicht schon mal Cindy warst. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!